Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf meinem YouTube-Kanal Game Let's Play. Und heute schauen wir uns nämlich den Feuerwehr Manitou von Sonderlicht Modding auch meinen Partnern an. Also checkt den Mod unbedingt aus, aber auch meine Partner. Alle Links dazu sind unten in der Beschreibung sowie auch der Download-Link. Als erstes schauen wir uns natürlich den Feuerwehr Manitou an. Benötige Mods sind bei 7, wenn du alle Funktionen nutzen möchtest. Wenn brauchst du kein anderer Mod. Und Simple IC ist, wie wir aus der Vergangenheit auch wissen, sicher für jeden, also logfehlerfrei sollte das sein. Hier haben wir das Ganze. Wir haben 150 PS, 120 Liter Verbrauch und 60 km/h Höchstgeschwindigkeit. Gesamtkosten betragen 98.000 und Leasing sind 4.998. Reifenhersteller haben wir Trellebogen und wir können zwischen Trellebogen und Nokian wählen. Da die Reifenvariante bei Trellebogen Standard ist und bei Nokian sind es kommunal. Da zahlt man eben 1000 Euro mehr, wenn man Nokia-Reifen nimmt. Einwechseln kann man zwischen den Reifenvarianten nicht. Natürlich, was bringt uns das Gerät, wenn wir vor allem was dran geben können, ohne das, was dazu auch noch gibt. Wir haben hier nämlich eine Bugsy-Schaufel mit der Füllmenge von 2640 Liter. Leasingkosten sind 142, Gesamtkosten 2800. Dann haben wir auch eine Plättengabel. Leasing 61 Euro, Gesamtkosten 1200. Und Arbeitskorb sind wir bei 3200 Gesamtpreis und Leasing 163. Und dieser Mod darf in keinen Film, in kein RP-Projekt, aber auch in kein der Feuerwehr-Mods GNMLs hat. So, jetzt schauen wir uns mal hier die an. Also hier haben wir mal das, glaube ich, eines der interessantesten, da das Ganze neu ist. Hier alles schick schön, schön, keine Textur, denn irgendwie was falsch ist, also alles schick schön. Palettengabel genau das gleiche und Schaufel schaut von beiden Seiten relativ normal aus. So, wir haben hier das Gerät, schaut schick schön aus. Wir haben hier ein Spiegel, hier haben wir noch zwei, hier hinten das Ding, da ist ein Spiegel. Und hier haben wir eins. So. Um mal die Spiegel zu zeigen. Hier vorne den Arm, den man dann auch mit der Maustaste links, bzw. rechte Maustaste, glaube ich, bewegen kann. Müsste sein. Dann haben wir hier im Manitou stehen, Feuerwehr. Die Texturen gehen in Ordnung. Und finde ich, sind auch sehr schön. Bisschen pixelig so, aber das hat jeder Mod. So. Und nachdem ich es besser nicht kann, sollte man auch nicht schlecht drüber reden. So, Manitou, Feuerwehr, hier haben wir die ganzen Anschlüsse noch, alles schick schön. Anhängervorrichtung oder was für, wie dann auch diese Sonderding auch immer heißen soll. Dann haben wir hier Bremslicht, Blinker und Rückwärtslicht. Das Ganze natürlich hier rechts auch. Und nicht da hinten, sowohl natürlich vorne haben wir hier auch Fernfahrlicht. Oben haben wir Licht, hinten oben genauso auch Lichter. Also sollte man auch gut arbeiten können. Wir schauen uns mal den Motor an. So, also der Motor ist ein Stück schön, klingt da perfekt. Denken fühlt er sich auch sehr gut, kommt natürlich auch an auf die Fahrweise, nachdem ich jetzt dann beim Mod-Vorstellung immer ohne Lenkrad aufnehme, ist es auch die Fahrweise dezent anders als vielleicht bei meinen anderen Videos, aber geht so. Dann fahren wir mal hin, wir können uns das F1-Menü, dann sehen wir, da gibt es einige Funktionen. Wir haben nämlich Simple IC verbaut, hier drinnen, wenn wir hier draufklicken, haben wir hier auch so ein Gitter eben, ein Stein. Schlaggitter, glaube ich, heißt das Ding. Und wenn, gibt es da nichts. Aber ich finde, das Ganze ist geil, auch für RP perfekt. So. Dann haben wir linke Maus gedrückt. So können wir hier vorne das Rad runter und so können wir es heben oder senken. Rechte Maustaste können wir es ausfahren oder reinziehen. Aufpassen, wenn ihr nämlich wenn ihr Cursplay drin habt und ihr dann die rechte
auslastet, dass ihr das Menü öffnet habt, dann kann es sein, dass ich das Menü öffne. Also immer aufpassen und schauen. So, wir tun uns hier mal den Arbeitskorb nehmen. Wir können das Ganze hoch schön hingehen und das natürlich auch ausfahren. So, alles schick schön, alles perfekt. So, das sollte man meist nicht machen, sollte machen wir trotzdem. So, und bevor ich es jetzt dann vergesse, mit so, mit Position 1 können wir hier das Blaulicht aktivieren. Da vorne gibt es sowohl auch Frontblitze, zwei Stück sind sie vorn. Hinten sind es zwei Stück und oben haben wir was. Mit der Taste X können wir das Horn aktivieren. So, wenn ihr euch erschrocken habt, ist andersweise ist immer Taste N und X die hinten die Eckbahn oder wie auch immer heißen. Aber ja, so. Jetzt hat man das Blaulicht mal aktiviert. Und fahren mal hin. Beide sich fragen, ich spiele auf der Ganggrad gerade. Ab alle Standards sind das neue Board gestartet, alles Standard, was dann eben dabei ist, aber keine anderen Fahrzeuge gekauft. Oben habe ich ein anderes, wozu auch eine Mod-Vorstellung folgt. Ja, aber die Gabe ist halt wie jeder andere zu bedienen und zu machen. Und hier haben wir dann auch die Schaufel. Denn ich habe hier 60 FPS, also perfekt. Natürlich, wenn man 1000 Mods oben hat, so ist klar, dass dann weniger FPS sind. Aber der Mod an sich verbraucht eben kaum FPS. So, der Schaft kann man halt so bieten wie alles andere. Ganz normal, wie man es kennt. Perfekt, einfach, perfekt. So, und bleibt jetzt natürlich noch eine der wichtigsten Fragen geklärt. Der Log. Der Log, wie man sieht, ist komplett errorfrei. Mod. Wenn man da Errors erkennen sollte, dann hat das nichts mit dem Mod zu tun. Und Warnings, sagen wir so, Warnings sind jetzt nicht jetzt ein Grund, warum man es nicht nutzen sollte. Also könnt ihr einfach reingeben, aktivieren im Spielstand und schon habt ihr Spaß pur. So, und das war es natürlich mit dieser Mod-Vorstellung. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und freue mich dann schon, wenn ihr bei der nächsten Mod-Vorstellung, beim nächsten Video, beim nächsten Livestream wieder dabei seid. Und bis dorthin sage ich dann ciao.